Jo Leute, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zur dritten Folge von The Journey mit dem Alexander. Und zwar geht's weiter. Und wir haben in der letzten Folge ein kleines Training abgeschlossen mit Gareth Walker. Wir haben ja uns für Manchester City entschieden und haben direkt von unserem ersten Trainer, glaube ich, viel Druck bekommen. Haben Manager davor kennengelernt und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns als nächstes erwartet. Ihr seid mit dabei. Falls es euch bis jetzt hierhin gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da und schaut es euch gerne bis zum Ende an. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen und wir starten. Los geht's. Einige Tage später. Du weißt, wenn du draufstarrst, klingelt es sowieso nicht. Gibt's Angebote? Geduld ist eine Tugend. Und wenn er mich nicht mitnimmt? Das ist deine erste Vorsaison. Hab Geduld. Es ist Amerika, Mom. Für dich gibt's eine Tour. Da. Ich hab's doch gesagt. Hey. Hi, Mr. Butler. Ja. Ja, sicher. Ich verstehe. Cool, ist gut. Danke. Und? Das ist es, Alex. Das ist es. Das sah so aus, als wenn er nicht dabei wäre, ey. Der hat echt einen Scherz gemacht. Irgendwo über dem Atlantik. Mann. Sicher, dass das funktioniert? Keine Ahnung, mit mehr Power vielleicht. Ach, wie viel Power denn noch? Jungs, was macht ihr eigentlich mit euren Vielfliegermeilen? Ist nicht wichtig, Gas. Einfach ignorieren. Ich dachte, so ginge das. Machen wir, ich dachte, so ging das. Was? Drückt man die nicht zurück? So wie damals auf Mallorca mit Mom und Dad. Da warst du 8, oder? Vielleicht setzt uns der Boss beim Saisonstart ein, wenn wir auf dieser Tour Treffer landen. Hey Mann, unsere Namen stehen schon auf der Teamliste. Geradewegs an die Spitze, oh? Wie geht das denn? Einfach den Knopf da drücken. Er wusste das immer noch nicht, wie es geht. So, wir sind in Amerika angekommen und zwar in Seattle. Wir haben wieder mal einige Nachrichten. Super, dass Mr. Alexander und Gareth Walker in der Vorbereitungstour von Manchester City ihre Chance bekommen haben. Von Gareth Walker, der Trainer will in die Vorbereitung dem Nachwuchs eine Chance geben. Die Gelegenheit für Mr. Alexander und mich. Dann Michael Taylor, Rising Star, hat es wieder geschafft, die 17-jährigen Klienten. Mr. Alexander und Will Gareth Walker bekommen bei der USA-Tour von Manchester City ihre Chance. Hallo Nordamerika. Freue mich, dass ich mit meinem besten Kumpel Mr. L. Achso, das hatten wir ja, ne? Ja, das hatten wir auch. Ne, das hatten wir nicht. Wie auch immer, kann sich jeder selber durchlesen. Ja.
Wir machen mal weiter in Seattle. Okay, Vorbereitungstour. Spieltag, Testspiel gegen Paris. Okay, machen wir, ne? Boah, geile Kabine. Das sind wir. Ist aber echt ein paar Gurkentruppen dabei. Kassier, Sami, ja. Okay, jetzt müssen wir mit dem Team entscheiden, Team spielen oder Hunter spielen. Eigentlich würde ich allein spielen, aber das wäre ein bisschen komisch. Ich versuche mal allein zu spielen, ein Spiel. Falls das nicht klappt, mach mal mit dem Team. So. Was haben wir? Das ist ja eine Vorbereitung, ne? Ah, ne. Fortfahren. Den Weg ins Team zu schaffen. Schauen wir mal, ob sie heute ihre Minuten bekommen. Man City mit dem Anstoß. Chance nutzen können. Noch haben wir 30 Minuten in diesem Spiel und jetzt darf sich Alex Hunter zeigen. Und das könnte hier noch mal richtig eng werden für City. Und Alex Hunter soll jetzt wohl auch nach hinten arbeiten, soll auch absichern. Okay. Also einfach ein Tor schießen und das war's. Da kommt alles von alleine. Wie rennt der denn? Freistoß gerade. Das war dann doch deutlich drüber. Ich bin mal gespannt, wie sich Hunter und Walker heute schlagen werden. Ja, vor allem für Hunter ist das natürlich was Besonderes. Für den Club aufzulaufen, für den sein Großvater in den späten 60ern gespielt hat. Und Genda. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Es ist Bewegung auf der Bank. Gleich kommt es zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Der steht total falsch, Alter. Zabaleta. Fernando. So, lauf, 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 lauf. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Ich stand ihn gerade total falsch, Alter. Was war das denn? Jetzt könnte es gefährlich werden. Ah, ich wollte den Startflanken. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ja, super. Schauen wir uns mal an, was die Ballbesitzstatistik sagt. Wolf, ehrlich gesagt nicht viel. Das ist sehr ausgeglichen. Spiel doch. Zabaleta am Ball. Oh, wow. Ben Arfa. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Eure Rennmann. Jetzt vielleicht Agüero. Agüero. Abseits. Alexander! Da stand der Assistent gut. Abseits. Okay, wir sind Sechser, merke ich gerade. Was jetzt?
uns ja für die 10er entschieden. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Und Matuidi. Und jetzt Marquinhos. Stambouli. Stambouli, Schalke. Er spielt den Pass zurück. Hier deutet sich ein Wechsel an. Und den Wolf wird es wohl bei der nächsten Unterbrechung geben. Jawohl, erster. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Schön dazwischen gegangen. Spiel ab. Jetzt vielleicht mal Alexander. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ecke für Manchester City. Fernando. Da schießt er. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, deswegen geht ein guter Schuss vorbei. 6 Minuten haben wir hier noch. PSG in der Offensive. Nur Marquinhos. Die Defensive steht. Alex Hunter. Jetzt rennen. Und der Ball lieber wieder zurück. Alex Hunter. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das ist mal ordentlich. 5 Minuten Nachspielzeit in diesem Spiel. Und den Tor zählt also Scheiße. Nun Matuidi. Sie drängen auf den Ausgleich. Vielleicht den Ball kann der Torwart aufnehmen. Ich fahre den Ball. Schneller. Zu spät. Brauchst nicht mehr zu spielen. Was macht er da? Was macht er da? Spiel doch! Und jetzt Hunter mit dem Ball. Ey, du hättest viel früher spielen sollen, du Cavani. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Was für ein Idiot, ey. Ich war da voll. Und das war's, das Spiel ist aus. Manchester City setzt sich hier durch. Egal. Gareth Walker gewonnen, und Alexander sind heute torlos geblieben, Buschel, aber das war trotzdem schon mal vielversprechend, was wir gesehen haben. Auf jeden Fall, Wolf, man hat erkennen können, was für... So. 1-0 gegen... Paris gar nicht, ist Dortmund dran, okay. Dortmund ist machbar. Dortmund ist total schlecht. Also den, ja, gewesen. Habe ich das jetzt nur geträumt? Wir haben es geschafft, das ist nur der Anfang. Ich weiß nicht. Ich kann es auch nicht fassen. Das ist nur der Anfang. Jetzt geht die Karriere los. Okay, wir haben jetzt einiges an Cash gemacht. Okay. Machen wir mal weiter und schauen, was jetzt als nächstes kommt. Achso, es geht weiter nach Vancouver, okay. Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich will das Video nicht wieder zu lang machen. Deswegen, bis hierhin reicht es jetzt erstmal. Wir sehen uns in Vancouver wieder. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und check mein Instagram und Facebook aus. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Khalid und ciao.